Ja, moin Leute, vielleicht geht's euch auch so. Ihr habt mit dem OBS-Studio was aufgenommen, Aufnahme gestartet, Aufnahme beendet und dann fragt euch plötzlich, hey, wo ist die Datei denn hin? Jetzt müsst ihr den ganzen Computer durchsuchen und wahrscheinlich findet ihr sie irgendwann. Es nervt, aber wahrscheinlich geht's euch bei den nächsten Malen irgendwie ähnlich, weil ihr wieder nicht wisst, wo sie ist. Da gibt es eine Möglichkeit, das leichter zu machen. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich auf meinem Monitor mit einem Rechtsklick einen neuen Ordner erstellt habe. Also ich gehe nochmal raus. Rechtsklick auf dem Desktop einfach. Neu Ordner. Wisst ihr wahrscheinlich auch, wie das geht. Dann könnt ihr ihn benennen. OBS Studio Aufnahmen. Dann geht ihr wieder ins OBS Studio rein, geht dann zu über Datei, über Einstellungen, auf Ausgabe und dort könnt ihr hier bei Aufnahmefahrt eingeben, wo die Aufnahmen hin sollen. Ihr geht einmal auf Durchsuchen. Dann geht hier so ein Fenster auf. Dann geht hier links auf Desktop und dann sucht ihr den Ordner, den ihr eben erstellt habt. Hier ist er bei mir, OBS Studioaufnahmen. Doppelklick. Dann drückt ihr unten auf Ordner auswählen und in Zukunft und dann natürlich hier noch auf OK. Das ist ganz wichtig, dass die Einstellung übernommen wird. Und in Zukunft werden dann alle Sachen, die ihr mit dem OBS Studio aufnehmt, in diesen Ordner OBS Studio Aufnahmen auf eurem Desktop aufgenommen. Und ihr müsst nicht mehr groß danach suchen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Danke fürs Reinschauen und einen schönen Abend. Tschüss.